Keine Macht den Drogen. Ein Slogan, der bei den Jungs hier definitiv nicht gut angekommen ist. Denn die Einheiten der Firma Mantell Global Industries, die für Regierungen Kriege austrägt, absolvieren ihre Einsätze grundsätzlich unter Drogeneinfluss. Nektar heißt das Zaubermittel, das im PS3-exklusiven Ego-Shooter Haze eine wichtige Rolle spielt. Ihr verkörpert den jungen Soldaten Shane Carpenter, der sich bei Mantell verdingt und deshalb gleich zu Beginn seiner Karriere die Nektar-Droge kennenlernt. Dank Nektar kann Shane besser sehen, hat geschärfte Sinne und regeneriert ruckzuck Verletzungen. Die ersten Missionen unter Nektar-Einfluss erlebt ihr fast wie in einem Zeichentrickfilm. Alles wirkt überzeichnet und grellbunt. Und ständig müsst ihr den Nektar nachinjizieren, da sich die Droge sehr schnell im Blut abbaut. Haze spielt sich sehr linear und scheucht euch geradezu von Missionsziel zu Missionsziel. Der Einstieg als Mantell-Soldat ist etwas langatmig inszeniert, aber nach den ersten Stunden gewinnt der Shooter an Dramatik. Denn Shane merkt schnell, dass bei Mantell so einiges nicht mit rechten Dingen vor sich geht. Und auch das Nektar bekommt ihm nicht wirklich gut. Denn nimmt man versehentlich eine Überdosis zu sich, was sehr schnell passieren kann, dann verliert man die Kontrolle über sein Tun. Nicht selten ballert man dann versehentlich mal auf einen Kameraden statt auf den Feind. So sieht es dann aus, wenn ihr auf einen Feind trefft. Wobei Feind relativ ist, denn die Rebellenorganisation Promised Hand, die Shane und seine Mantell-Kollegen bekämpfen, entpuppt sich als eigentlich ganz verträglich. Geht euch der Nektar aus, könnt ihr euch auf Knopfdruck von einem Teamkollegen Nachschub abzapfen. So, und jetzt habe ich eine Überdosis abbekommen und kann dann einige Sekunden lang nur tatenlos zusehen, wie ich durch die Gegend ballere. Gut, dass Sie gekommen sind. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Ich habe Ihnen im Aufzug doch mit Ihrer Ausrüstung geholfen. Klar, und? Dabei habe ich die Nektardosis leicht verringert, damit Sie etwas von der Realität sehen, Sir. Jetzt kommt eine fette Dosis. Wer sind diese Leute? Wir machen einen Sprung. Shane hat beschlossen, Mantell zu verlassen und jetzt ist der Konzern hinter ihm her. Ihr flieht unbewaffnet in einem Sumpf vor den Mantell-Verfolgern. Ein Rebell hilft euch aber glücklicherweise und lotst euch aus dem Sumpf heraus. Als Rebell bei Promised Hand macht Haze deutlich mehr Spaß und entwickelt sich zu einem richtig guten Shooter. Ihr absolviert unter anderem rasante Fahrzeugsequenzen wie hier zu sehen. Im Kampagnen-Koop-Modus für bis zu 4 Spieler, entweder per Splitscreen oder online, kann dann ein Kumpel beispielsweise das Quadbike steuern, wenn der andere Spieler die Schießarbeit übernimmt. Besonders cool als Rebell ist die Möglichkeit, die Mantell-Soldaten mächtig zu foppen. Da ihr ihnen Granaten abnehmen und diese mit Nektar verfeinern könnt, verwendet ihr die Droge einfach gegen sie und werft ihnen eine Nektarbombe vor die Füße. Bekommen die Widersacher den Nektarnebel ab? Wirkt das wie eine Überdosis und sie drehen durch. Wahlweise könnt ihr euch auch totstellen und so die Mantell-Jungs an der Nase herumführen. Wo Haze mit schwachen Texturen und detailarmen Schauplätzen grafisch für einen PS3-Exklusivtitel doch ziemlich enttäuscht, wird spielerisch dafür viel Abwechslung geboten. Spannende Missionsziele und reichlich Action machen das Spiel zu einem sehr kurzweiligen Genrevertreter. Hier nehme ich im Flug einen Mantell-Helikopter aufs Korn. Und hier bekämpfe ich aus einem Fahrtenjeep einen riesigen Träger. In Momenten wie diesen macht Haze dann auch grafisch mehr her. Leider trüben einige Macken bei Gegner und Team KI den Spielspaß. Die in der Regel drei Teamkollegen, die euch begleiten, verhalten sich oft nicht nachvollziehbar und überlassen euch in hitzigen Feuergefechten großzügig den Vortritt, statt euch zu helfen. Die Steuerung der Fahrzeuge, darunter neben dem bereits gezeigten Quadbike, auch Buggies und Pickups, ist ebenfalls etwas daneben gegangen. Neben dem Koop-Modus bietet Haze auch einen Online-Part. Zwar stehen nur Deathmatch und Team-Deathmatch zur Auswahl, die Matches laufen aber schön flüssig ab und können mit Bots aufgefüllt werden, falls man nicht genügend Mitspieler online sind. Da dies in unserer Testversion der Fall war, haben wir das Video mit Bots aufgezeichnet. Haze ist insgesamt kein Oberkracher geworden, dafür verliert das Spiel auf technischer Seite einfach zu viel.
Trotzdem steckt alles drin, was ein guter Shooter braucht. Schade aber dennoch, dass die Grafik, die bei einer Ego-Ballerei extrem wichtig ist, nicht besser geworden ist. Vor allem aber die Story rund um den Nektar ist einfach mal was anderes. Shooter-Fans sollten auf jeden Fall mal reinschauen.